damit wieder hallo und herzlich willkommen zurück. Ich war jetzt etwas irritiert, weil hier stand auf einmal, ob ich rausgehen möchte. Nein, möchte ich nicht. Oder speichern will ich auch nicht. Ich habe sie gerade erst geladen. So, jetzt suche ich nur gerade meinen Stift. Ah, ja, super. Nehmen wir das Richtige in die Hand, legen das Falsche weg. Super. Sehr schön. So, wollen wir mal gucken. Ich musste gerade eben so ein bisschen erst überlegen, so, hä, warum stehe ich mit dem großen Chef hier? Aber stimmt ja. Wir haben ja hier geparkt, damit das auseinandergenommen werden kann. Genau, ich hoffe, der nimmt das jetzt auch auseinander. Also wäre zumindest ganz gut, wenn er das tun würde. Okay, also er baut das alles auseinander, aber nicht so, wie ich das möchte. Okay. Kein Thema, ganz entspannt, alles ganz gut. Natürlich bin ich nicht entspannt, weil ich das nicht gut finde. So, jetzt freue ich mich gerade. Oh, der eine Cargo-Dingsbums ist nicht fertig, okay. Wahrscheinlich liegt es genau daran, dass der nicht fertig ist. Achso. Wir haben Flugmodus nicht angemacht. Das sind wir natürlich auch selber schuld, ehrlich gesagt, ne? So. Hier sehen wir schon zu demontierende Objekte. Da hat er schon etliches gefunden. Hier auch wunderbar. Gut, wir sollten jetzt nur einstellen, dass er dann das erst macht. Das erste demontieren und dann das andere, genau. So. Achso, das war hier oben, Entschuldige. So, demontieren, vorschweißen. Genau. Denn das ist wichtig. Jetzt weiß ich gar nicht mehr. Super, es ist so eine tolle Idee, direkt in den Triebwerksstrahl zu fliegen. Selten so viel Spaß gehabt. Oh, guck mal hier. Da müssen wir gleich mal eingreifen. Das geht gar nicht. Da haben wir anscheinend... ein bisschen... Ach ja, stimmt, wir hatten Schaden genommen, ne? Oder nicht? Oder doch? Ich weiß es nicht mehr. Ich bin der Meinung nicht. Oder habe ich das getroffen? War das in dem vorherigen Versuch, wo das Schiff zerstört wurde? Kann sein. Egal. Wir schweißen das mal kurz selber. Okay, wunderbärchenhaft. So. Gehen wir rein. Ich hoffe, der ist relativ zügig mit dem Auseinandernehmen. Heilen uns mal kurz. Wir sehen dadurch, dass das alles angeschlossen ist aneinander. Ha, sehr schön. Kriegen wir halt auch gleich Gas entsprechend. Also nicht Gas, also wir kriegen Wasserstoff, ja. Ach ja. Mal gucken. Ich fertig irgendwie das Wochenende anstrengender als gedacht. Hat man ja manchmal, ne? Dass man dann so nach dem Wochenende da hängt und total fix und fertig ist, wobei ich auch gar keinen Bock habe. Also für mich ist es gerade noch Sonntag. Dann am Montag wieder arbeiten zu gehen und dann da früh morgens schon so, es ist so extrem früh aufzustehen und so, yay, Pi, toll. Ja. Da ist die Freude größtenteils extremst verhalten, aber tja, was soll man tun? Füllen wir das auf. Da war doch eigentlich Eis. Guck mal, da das Eis. Warum schiebt er das denn nicht? Haben wir keinen. Warte. O2. Warum kann er denn das nicht hierher schieben? Das verstehe ich nicht. Da
Das ist in einem Build- und Repair-System, das Eis. Okay. Also hier unten. Und dann kann er das nicht hier rüberschieben. Mal gucken, ist es in dem hier? Nein. Ist es in dem hier? Nein. Also muss es in dem hier sein. Auch nein. In welchem ist es denn jetzt? Ach, in dem hier könnte es... Ja. Das macht natürlich auch Sinn, dass es da drin ist. So, gucken wir mal kurz. Jetzt schauen wir mal nach dem O2. Und nach Eis. Genau, und das ist nämlich gerade so ein bisschen wichtiger. Warte, ich klicke mal das hier an. So, 5000 muss reichen. Das andere hier, das brauche ich hierfür. Dann machen wir einfach mal 22.000 hier rüber. Na, ist natürlich super. Genau. Dann sollte ja der Wasserstoff... Vorrat schön nach oben gehen. Ja, wisst ihr, es steigt fleißig. Klar, es ist jetzt nicht so viel und wir verbrauchen wahrscheinlich auch relativ viel, aber so haben wir schon ein bisschen was. Haben wir irgendwo Computerteile? Da, guck mal, da sind Computerteile. Ja, klar, ist jetzt vielleicht nicht so clever. Nein, jetzt mal keine Computerteile. Ja. Na? Computer. Noch mehr Computer. So viele Computerteile. Okay. So, jetzt ist aber gut. Ach, das ist die Montageanlage, ne? Ja, das ist vielleicht auch nicht verkehrt, wenn die jetzt mal so fertig ist. Ist ja auch wichtig, dass wir die haben, damit wir hier vernünftig alles regeln können. Und die Ersatzteile, die wir brauchen, halt auch noch, ne? Herstellen können. Ja, also, es macht ja keinen Sinn, wenn man auf eine größere Reise geht, dann einfach nicht alles dabei zu haben, was man so benötigen könnte. So. Hier schließen wir das hier, das ist besser. Ich will einmal nur schauen, wie es hier aussieht. Lü. Hat er denn schon alles Wichtige hier raus? Fast. Er hat fast alles Wichtige. Also ich finde zum Beispiel auch aufgrund der Träger und des Panzerglases immer diese ganzen Glasscheiben total wichtig. Den Stahlplatten. Gut, das ist nur normale Panzerung. In Anführungszeichen, das ist nicht so wild. Ah, schon krass, diese beiden Triebwerke, dass die so ausreichend sind, ne? Ach, guck mal, hier ist auch was weg. Was war denn da passiert? Ich weiß es echt nicht mehr. So. Müssen doch irgendwie Schaden genommen haben, anscheinend. Na egal. Jetzt will ich nur im Grübeln. Ob wir das jetzt schon umstellen. Also, was haben wir hier drüben damit gemacht? Achso, da habe ich einfach... Ja, die Leitung, logisch. Warum auch nicht? Haben wir irgendwo hier die runden Rohrleitungen? Anscheinend nicht mehr. Okay. So, Frachtförder. Da sind sie. Ja, das da. Da sitzen wir damit. Jetzt gucken, ja. Genau so.
Und dann das hier. Na, ja, das muss dann gleich passieren. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt vielleicht noch einen Geschützturm oder sowas drauf mache. Eigentlich möchte ich das nicht. Ja, weil ich mir denke so, wir haben schon recht gut viele Waffen. Was ich eigentlich nur gerne noch machen wollen würde, wäre vielleicht doch nochmal so ein Build-and-Repair-System zusätzlich zu installieren. Einfach um das vielleicht nochmal so ein bisschen zu beschleunigen. Weil wir haben zwar schon etliche dabei, aber... So. Ja, wie hier zum Beispiel, ne? Hier könnte man... Ach, hier ist noch ein Frachtcontainer. Kleine Stahlrohr und Motor. So, das ist ja Cargo, ne? So, das ist noch ein Motor. Jetzt erzählen wir aber einer, warum hier nichts reingeht. Wahrscheinlich, weil die Build-and-Repair-Systeme noch nicht voll sind, ne? Okay. Das ist voll seltsam. Warum packen die da nichts rein? Achso, hier, der könnte. Okay. Der auch. Also das funktioniert. Von den anderen auch. Okay, dann ist es aber trotzdem seltsam. Warum? Achso, da ist irgendwie gar nichts da. Das kann ja auch nicht funktionieren. Ach, weil der nicht fertig ist, der. Ach, kleines Starrohr. Na komm schon. Auch kleine Steuerer. Hallo. Super, erstmal schön mit dem Gesicht da an der Wand lang schubbeln. Ja, jetzt geht das auch. Das sind manchmal so diese Kleinigkeiten, ne? Wo man dann so da hängt und sich so überlegt, warum zur Hölle funktioniert das jetzt nicht? Okay. Na, ist fleißig dabei. Also, ja, wenn es nach mir geht, könnten wir das jetzt hier stehen lassen. Hier ist jetzt eigentlich nichts mehr von Wert außer den Stahlplatten. Gut, jetzt wissen wir, Stahlplatten braucht man normalerweise irgendwie immer. So, was haben wir da? Ein Hermes-Hauler. Okay. Den brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich setze ihn mal hin. Und dann machen wir ganz kurz nochmal das Build-and-Repair-System anders. Ist das wirklich dann sicher, dass das... Okay, sind doch nicht so viele, ne? Das sind gerade mal 6 Stück. Dann sagen wir, demontieren, wenn Schweißen blockiert. Achso, halt. Jetzt müssen wir so... Ja, vielleicht könnten wir noch mal ein paar mehr Gyros installieren, aber bei dem Gewicht ist das vielleicht okay, aber ich merke halt, ne? Hier muss man schon ein bisschen mehr scrollen. Schub ist okay. Ne, man kann schön gleiten. Aber ich muss auch gerade dran denken, was gesagt wurde von mir. Ja, hier, ne, überleg mal. Oh ja, wir müssen die Triebwerke zur Seite müssen wir setzen. Am besten durch die 3 Triebwerke. Das merkt man, die sind für den seitlichen Schub zu schwach. Ja, das können wir ja noch verbessern. Deshalb macht man ja Testflüge. Ne? Um dann festzustellen, was alles nicht so toll ist. Ja, man sieht trotzdem. Achso, siehst du, wir müssen doch mal die Shotgun abfeuern. So. Okay. Wir machen das mal hier. Nee, das will ich auseinanderbauen, das ist mir lieber.
richtig. Okay, er ist schon dabei. Wunderbärchenhaft. Ich will mir keine Gedanken machen. Schützschildgranate läuft. Ja, wir haben ja rein theoretisch unten noch mehr als genug Platz, um das alles zu machen. Würde ich sagen, machen wir das mal. Dass wir hier alles vollpacken noch mit ein paar Gyroskopen. Einfach nur, damit wir wirklich genügend Möglichkeiten haben. So, Gyroskop. Genau, der kann dann. Genau. Wir helfen ein bisschen mit dem bisschen, was wir dabei haben. Dann sollte es eigentlich ratzfatz gehen. Das ist ganz schön, ne? Die liefern die Teile und wir helfen mit Schweißen, dass schneller fertig wird. Dann testen wir das jetzt gleich mal und gucken mal, wie das ist hier. Genau, vorsichtig. Ups. Ob er sich jetzt schon leichter drehen lässt. Ne? Ja, schauen wir. So. Ja, okay, das ist schon auf jeden Fall besser. Das gefällt mir. Ja, also da können aber noch welche ran. Also ich sag mal, vielleicht nochmal 6 Stück. Dann haben wir auch ein. Also jetzt ist schon echt sehr gut. Ich mache so kleine Bewegungen, ne? Erfolgt sofort. Ja, aber. Also unten noch mehr Gyroskope rein. Okay, nächstes Ziel. Und die seitlichen Triebwerke hier. Die verändern. Definitiv, die müssen verändert werden. Der Rest ist, denke ich, so in Ordnung. Hoffe ich. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, lasse ich den hier noch weiter abbauen. Wir können noch ein bisschen runtergehen. Sehen wir ja, ne? Da ist noch Luft. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und gucken mal, was wir da so Schniekes hinkriegen. Und was alles so passiert. Ne? Ob wir dann wirklich genügend Sachen haben. Ich kann mir einen Hühnchen stellen. Hier in der schönen die Aussicht genießen. Ja, das ist echt schon ganz Schnieke gemacht. Mal schauen. Ja, sehr schön. Ha! Wunderbärchenhaft. Nun denn, ich verabschiede mich. Bis dahin, euer Mr. Zogger.